das denn für Aktionen? Das musste jetzt wirklich nicht sein. Einzig der Patrick Fester hat mir ein bisschen leid getan, der aus der Box starten musste und irgendwie nicht so wirklich seiner Form gefunden hat, die man von ihm kennt. Und da so ein bisschen mit Brechstange versucht hat, nach vorne zu kommen. Also einfach forsch nach vorne gedrängt hat. Das hat sich dann leider Gottes ins Negative umgekehrt und hat ihm nichts gebracht. Aber zumindest ist er ans Feld rangefahren, ist nicht unbedingt letzter geworden, alles ist gut. Und nach so einem Mega-Abstand, die er am Anfang hatte, ist das auch schon mal nicht schlecht. Definitiv. Kann man drauf aufbauen fürs zweite Rennen. Denke ich mal. Er muss jetzt halt sehen, dass er jetzt einen guten Start erwischt, 3-4 Plätze gut machen und sich dann sukzessive nach vorne arbeiten und dann ist mindestens eine Top 10 drin und wir werden sehen, wie es am Ende aussieht. Höhstädtler, wie gesagt, aufgrund eines Ausfalls im Qualifying, eines Disconnects im Qualifying, keine gezeitete Runde gefahren, somit von der vorletzten Position gestartet und also von Position 23 vorgefahren bis auf 7. Ein Platz wurde ihm geschenkt durch den Ausfall von Philipp Eng, aber ansonsten hat er sich das alles erarbeitet, also ganz, ganz großartige Leistung. Schauen wir mal, wie es dann im zweiten Lauf jetzt für ihn läuft. Er ist ja ein Fighter, keine Frage. Also er kann kämpfen, super fair. Und er war ja im letzten Lauf in Brands Hatch, hat er dann so gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich auch aggressiv fahren kann. So aggressiv fand ich das gar nicht. Da gibt es ganz andere Kandidaten. Und hat er großartig hingekriegt. Und schauen wir mal, ob wir ihn dieses Mal auch nochmal ins Interview bekommen. Und nach der Leistung hätte es auf jeden Fall verdient. So wirklich Unterhaltung haben wir hier momentan nicht. Wir suchen uns mal irgendein Fahrzeug. Ja, super, Antje König in der Box. Wir lunzen hier mal hinten über die Mauer, wie ihr seht. Ne? Und filmen mal verbotenerweise seine Box. Aber da ist auch überhaupt kein Betrieb. Da ist kein Mechaniker am Schrauben, gar nichts. So, passiert nichts. Sascha Lestrange dasselbe, der steht auch in der Box, aber Moritz Kranz ist draußen. Zeigt als hier am Server. Seltsam. Ah ne, jetzt stimmt's. Ach, jetzt kommen die, genau, Markus Saupe hat jetzt als erster eine Zeit gefahren und ist dann jetzt erstmal unterwegs. So, der Moritz kommt in die Box. Der Jochen Kickenbrock auch eine Zeit gefahren. So, hier haben wir den Marco. Ja, das sieht ja schon mal ziemlich großartig aus. Also bis jetzt bin ich gut unterhalten worden. Ich hoffe, ihr seid das auch. Vielleicht auch ein bisschen mit unserer Hilfe. Aber schon sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher. Und das wird sich hoffentlich jetzt im zweiten Lauf, wo es ja nochmal zusätzlich spannender wird, dann auch fortsetzen. Ich sehe, zwei Replays sind schon verfügbar. Das heißt, zwei Aufzeichnungen weit von 20.25 Uhr. Achso, nee,
Quatsch, die erste ist verfügbar. Und zwar jetzt genau die Zeit von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Die anderen Parts habe ich gelöscht, jetzt, weil die sind, ja, im ersten ist nur Musik zu hören, im zweiten ist der Ton aus. Genau. Also hier alles jetzt schön. So, noch 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann geht's gleich ab ins Rennen und wir hoffen mal, dass wir hier wieder brachiale Action erleben können und da mal so richtig schön einen vom Leder lassen können, ziehen können, lassen, ziehen. So, passiert. 17 von 17 Runden stehen an. Die Herrschaften sind jetzt unterwegs und es sind doch die Top 10, so wie es aussieht, die hier stehen. No, nee, doch nicht. Nein, 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 nein. Ach nee, der Elmar ist auf Platz 8 gekommen. Also, die Startaufstellung. Elmar Erlekorte steht auf Pol. Auf Platz 2 Göstädtler. Auf der 3 Alexander Riedl, Jörg Kamani auf Platz 4, Marco Saupe auf der 5. Gehen wir mal hin. Die fahren jetzt hier gleich los. Da fehlt noch einer. Da fehlt einer. Marco Saupe fehlt. Nee, Marco Saupe ist glaube da. Oder? Moritz Kranz auf der 6. Auf der 5. Okay, alle da. Sorry, sorry, da habe ich mich getäuscht. Das sah eben so komisch aus. Auf der 7 dann Sascha Lestrange und auf der 8 Andrzej König. Das sind die umgekehrten 8 des ersten Laufes. Jetzt kommen wir weiter. Das ist jetzt die normale Reihenfolge des ersten Laufs. Daniel Scheuerle auf der 9, auf der 10 Alex Hummler, auf der 11 Chris Eisold, Kai Kindermann auf der 12, Peter Neuendorf auf der 13, auf der 14 Markus Studer, 15 Hagen Tröger, 16 Daniele Bonaventura, 17 Marco Blech, 18 Patrick Fester, Platz 19 für Gerold Pfeiffer, auf der 20 steht Steven Zecher, 21 Stefan Teigler, Philipp Eng auf der 22, Jochen Diekenbrock auf der 23 und Olaf Grabaum auf der 24. Wollen wir hoffen, dass die Pechvögel hier des ersten Laufs heute jetzt, nee, nicht heute, sondern jetzt in diesem Lauf etwas mehr Glück haben. So, wir gehen mal vor. Ab Platz 13 haben auf jeden Fall alle schon mal einen Platz gewonnen, weil Kai Kindermann in der Box steht und dementsprechend letzter ist, so gesehen. Eieiei, was ist dem denn passiert? Er muss irgendwas sich geholt haben, weil der war auf der Strecke, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Oder habe ich den eben beim Durchschalten auch in der Box angezeigt? Wenn ich mich nicht täusche, stand er vorhin schon auch in der Box. Der hat, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ist gerade losgefahren, als die Einführungsrunde gestartet wurde. Schade. Das ist sehr schade. Das ist immer extrem ärgerlich, weil das sind wirklich... Das ist ein Rückstand, den muss man nicht haben, ne? Weil irgendwie zu spät gekommen. Ich meine, klar, dieses Warm-up nutzt man, um mal ja, schnell rauszugehen und was weiß ich, eine Zigarette zu rauchen oder andere Dinge zu tun. Und wenn man dann zu spät kommt, das ist sehr, sehr ärgerlich. Das kann ganz wichtige Gründe haben, das kann aber auch einfach verschneicht sein. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in der Startaufstellung.
Ich glaube, ich habe zu wenig sichtbare Fahrzeuge eingestellt. Da hinten, da kommen immer mal ein paar dazu und verschwinden wieder. Also das ist jetzt einfach eine Grafikeinstellung, die ich vergessen habe. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber vielleicht haben wir es. So, jetzt geht es los, der zweite Lauf. Und vorne erstmal gut weggekommen, auf Platz 3 auch sehr gut weggekommen. Der Jörg Carmani auf 5. Stettler vorne, Stettler kann sich vorsetzen. Ups, und kriegt hier einen Schnupser. Was ist das denn jetzt hier für Mist? So, alles gut gegangen. Alles sieht hervorragend aus. Das Feld kommt hier super gut weg. Patrick Fester hier auf einer weiten Linie. Der wird wohl ein paar Plätze verlieren. Philipp Eng direkt auf Platz 14 von Startplatz 22. 13 jetzt. Ja, super Start erwischt. So, Erle Korte, wie gesagt, den Start verloren gegen Stettler. Das war aber ein bisschen zu erwarten, glaube ich. Ah, Entschuldigung, ich muss mich, glaube ich, entschuldigen. Mein effekter Monitor hat rumgesponnen. Doch kein Platz 13. Schade, Platz 19. Ja, Patrick Fester ist aber auf 13. Also der hat einen guten Start erwischt. So, und jetzt müssen wir mal hier schauen. Jetzt haben die sich so ein bisschen zumindest eingefädelt, aber Carmani drängt hier ganz, ganz heftig gegen Erle Korte und wird auch selber attackiert von Moritz Kranz. Kann sich aber hier noch behaupten. Unglaubliche Bilder, unglaubliche Bilder. Stettler da vorne macht alles klar im Moment. Oh, Carmani drängt jetzt hier. Ja, das war heftig. Das war heftig. Oh, und das war aber ein... Oh, ob das jetzt so sauber war. Aber gut, da kann ich den Erle Korte verstehen. Carmani hat ihn auf der Geraden sehr weit nach rechts rüber gedrückt. Das zu bewerten, gibt es eine Race Control. Moritz Kranz auf der 4, auf der 5. Alex Riedl auf der 6. Sascha Lestrange, der kommt hier auch nicht weiter vor. Auf der 7. Markus Saupe auf der 8. André König. Also der hat auch nichts gewonnen hier. Daniel Scheuerle auf der 9. Also hier ist fast alles wie gehabt. Alles auf der 10. Daniele Bonaventura ist gut nach vorne gekommen. Der ist von 16 gestartet. Peter Neuendorf auf der 12, auf der 13. Patrick Fester. Also hier hinten tut sich momentan nicht so viel. Wir bleiben mal auf Position 6, so dann hier das Ding hier wieder angeht. Weil hier steppt wirklich der Bär. Also hier geht es richtig zu. Sascha Lestrange hat jetzt, glaube ich, einen Platz gut gemacht. Aber auch Angie König ist auf 7. Wer ist da zurückgefallen? Jörg Carmani. Genau, wo ist der denn? Jetzt Platz 22. Uiuiuiui, da müssen wir gucken, was ist dem denn jetzt wieder passiert. Göstedt, achso, jetzt ist er raus. Wir versuchen mal hier zurückzuspulen, was da gewesen ist. Also hier ist er noch mittendrin. Wird hier wieder, ja, ein Disconnect würde ich sagen. Ja, oder? Nee, da ist er nochmal auf der Strecke. Also auf alle Fälle irgendein Unfall. Ja. Da hat sich vielleicht wieder das Fenster geöffnet. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber er ist jetzt hier noch im Rennen. Also er ist nicht raus. Unsinn. Also er fährt weiter. Und hat dann auch gleich mal seinen Freund Kai Kindermann hinter sich, der ja ihm in Bar seine Tür da
auf die Strecke gelegt hat und Comani dann drüber gefahren ist und einen Reifenplatzer hatte. So, hier geht's zur Sache. Dettler, so wirklich absetzen kann er sich nicht, aber er hat gut einen gewissen Abstand. Irgendwie hast du ständig irgendwie Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, hast du Push-to-Talk oder sowas? Yep. So, Moritz Kranz. Moritz Kranz hier im Heise-Fight mit Elmar Erlekopf. Dahinter haben wir den nächsten Fight. Alex Riedel und Marco Saube. Dann haben wir den Alex Hummler, nee, den Sascha Lestrange. Wo ist denn jetzt Antje König? Antje König zurückgefallen auf die Elf. Das ist das, was ich sagte. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber im Getümmel fühlt er sich nicht wohl. Da wird wohl irgendwie entweder ein Fahrfehler oder ein Rempler gewesen sein. Alex Hummler auf der 7, der freut sich natürlich. Der holt sich jetzt wieder ein paar Punkte. Er ist auf Platz 4 der Meisterschaft. Da möchte er natürlich schon noch ein paar Pünktchen sammeln. So, hier eine heiße Gruppe. König vorbei an Bonaventura. Dahinter Peter Neuendorf. Die hat er alle überholt. Patrick Fester mittlerweile auch auf der 12. Also der findet jetzt hier zu seinem Rhythmus. Sind wir mal gespannt, wo er am Ende landet. Philipp Eng jetzt auch tatsächlich auf Platz 14, nämlich wie gerade eben, hat sich schon vorgefahren. Ja. Ja, der Philipp ist ja ein Schneller. Ich meine, jetzt im ersten Lauf ist er auf 5 und 6 gefahren bis zu seinem Disconnect. Also da wird schon noch was nach vorne gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier, wie gesagt, die einzige Möglichkeit, um wirklich so Erlekotte auf 3. Kranz ist da wohl vorbei, wenn ich das so richtig sehe. Genau. Das ist uns entgangen. Und jetzt kann sich Moritz Kranz auf den Weg nach vorne machen, Richtung Gülstädtler. 6,7 Sekunden beim Überfahren der Startziellinie fehlen ihm. Momentan tut sich nicht viel, fahren alle schön brav hintereinander her. Ja, aber es ist halt überall super eng. Philipp Eng an Patrick Fester jetzt dran. So wie ich das erkennen kann, aber nichts passiert. Nein, also irgendwie, die sind ganz schön brav im Moment hier. Also so richtig kann ich nicht erkennen, dass hier irgendwas passiert. Hier haben wir ein schönes Duell. Antje König versucht sich hier an Daniel Scheuerle vorbei pressen. Und er kommt hier richtig gut raus. Das ist der richtige Abstand. So muss es sein. Und wirklich erst im letzten Moment raus. Wenn er merkt, er ist wirklich schneller, dann sollte er, das sollte funktionieren hier. Und das funktioniert auch. Problemlos. Problemlos. So muss das aussehen, wenn man auf in der ersten Kurve nach Start und Ziel überholen möchte. In Turn 1. So, also König wieder auf seiner Startposition, auf Position 8.
allerdings jetzt schon mit etwas, ja, bei etwas über 2 Sekunden auf Alex Humler. So, wo es aber auch noch eng ist, ist auf Platz, nee, das war das gerade. Doch, Philipp Eng, genau, da ist es super eng, weil der fährt hier nämlich hinter Peter Neuendorf und möchte das, glaube ich, ändern, diese Reihenfolge. Und das tut er gerade in diesem Moment, aber wow, ja, grandios. Ob das jetzt so regelkonform war, weiß ich nicht, aber es war grandios gemacht, also ziemlich cool. Also einfach, da fahre ich jetzt mal lang und dann überhole ich den. Nicht schlecht, Hang. Das könnte, ja, da ist wohl, glaube ich, ein guter Lehrmeister am Werk gewesen. Oh! Das war aber schon, das hätte man schon fast als Absicht unterstellen können, wenn es jetzt nicht ein Verbremser gewesen wäre. Mein lieber Herr Neuendorf, das war super knapp. Ja, das war haarscharf. Ja, und das hat zur Folge, dass auch Patrick Vester ihn sich jetzt hier in Kürze greifen wird. Möchte. Nicht wird, das wissen wir nicht. Ups, und da kriegt er einen Schubs und Patrick Vester ist ja selbst der Leidtragende. So kommt man nicht nach vorne. Marco Blech hier auf der 14, auf der 15 Steven Zecher, auf der 16 Hagen Tröger, hart verfolgt von Markus Studer, Entschuldigung. Jetzt gibt es hier einen Angriff, wird das wagen, genauso wie eben, ja, genau das gleiche Spiel, also hier Studer vorbei an Tröger. So, jetzt ist auch mein Kater, glaube ich, im Livestream. Okay, ich mache mal hier kurz Mikro aus. Okay, das hat sich soweit erledigt. Wir gucken mal nach vorne. Da sind die Positionen auch ziemlich knapp. Wir gehen mal auf die Position 4 zu Alex Riedel. Da ist eine ganz, ganz heiße Gruppe hier vorne. Elmar Erlekorte, Alexander Riedel und Marco Saupe. Wenn die hier so einen harten Reifen in Anführungsstrichen fahren, wie lang dann dieser Reifen auch wirklich hält. Also harten Reifen, Quatsch, heißen Reifen meinte ich. Ich vermute, dass es klappen will, weil ich habe, oder ich denke mal, Lauf 1 sah es auch nicht danach aus, dass irgendwer Probleme hatte. Aber jetzt 10 Runden noch Vollstoff geben, ist natürlich aber wieder was anderes. Naja, wenn gerade so Leute wie König, die eigentlich den Grundspeed haben, ganz vorne zu fahren, hier sich durchkämpfen müssen, dann fight die. Oh, Verbremser, Überbremser. Wow, und er fängt das Auto noch ab. Ja, wie Hammer. König geht auch gerade an Humler vorbei, wo wir gerade von ihm gesprochen haben. Eingangskurve 1. Oh, das ist falsche Richtung. Genau, da ist es passiert. Gucken wir uns nochmal an. Ja, und wir sehen es.
Hummler wieder auch ein bisschen weit rausgekommen. Über den Körb drüber. Upsala, ja, das sind die üblichen Replay-Lags. Und hier auch wieder der Klassiker. Hier innen durchgebremst und vorbei ist er. So, wir gehen wieder live. Aber wieder auf die Position 5, weil hier ist richtig was los. Platz 3, 4, 5, 6. Das ist hier grandioser Motorsport. So, in dem Moment Patrick Fester vorbei an Peter Neuendorf. Platz 12 jetzt für Fester, 13 für Neuendorf. Genau. Gül Stettler. Was ist mit Gül Stettler? Ne, der fährt. Entschuldigung. Ich habe jetzt hier gerade, das war wohl eine Falschanzeige. Der wurde mir hier gerade im Dings hier durchgereicht. Also alles ist gut. Der fährt noch. Genau da, wo er gestartet ist, nämlich von, nee, nicht da, wo er gestartet ist, aber wo er von Anfang an dabei ist, nämlich auf Position 1. 2,7 Sekunden Vorsprung. Ja, nicht schlecht. König schickt sich jetzt auch an, die kleine Kampfgruppe aufzuholen. Er fährt momentan 3 Zehntel schneller als Alex Riedl in der letzten Runde. Ja, das wird natürlich nochmal spannend, wenn er da nochmal ranfährt. Also, was mich halt auch ein bisschen wundert, ist, Lestrange kommt da auch nicht vorbei. Also ich meine, der hat ja nun im letzten Rennen in Brands Hatch hier richtig gefightet mit Gül Stettler. Aber der kommt auch nicht an dieser Gruppe vorbei. Wahrscheinlich, weil 3 Teamautos jetzt hier irgendwie in dieser Gruppe unterwegs sind. Der Moritz Kranz, der Marco Saupe und er selbst. Einzig der... Quatsch, Alex Riedl. Wie denn? Wer ist denn das jetzt hier? Müssen wir das mal gucken. Dass ich jetzt dummes Zeug erzähle. So, genau. Der Elmer auf 3, auf der 5, ja, Saupe und auf 6 Lestrange, genau. Und einzig der Alex Riedl fährt als Fremdling mit dieser Martini-lackierten Porsche. So, gucken wir mal. Ja, König hat da noch einen Meter und ich denke mal, der hat seine Reifen auch schon hingehunzt. Also, ob das noch jetzt wirklich für Angriffe reicht, weiß ich nicht. Außerdem hat er den härtesten Brocken gleich zuerst, nämlich Sascha Lestrange. Und ich glaube nicht, dass da noch großartig was passiert. Aber wir haben noch 7 Runden. Von daher geht da noch eine ganze Menge, wenn man die Speed hat. Aber ich zweifle, dass das hier funktioniert. Ich bin auch gespannt, ob irgendwer von den Hinterfahrenden die Geduld verliert und die Brechstange auspacken wird. Hoffen wir mal nicht, dass es unnötig Blechschaden gibt, aber... Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Bei den Leuten hier glaube ich das nicht. Es ist auch spannend zu sehen, ich glaube, die wollen uns auch ein bisschen ärgern, indem die hier so brav fahren. Ich meine, das sieht ja fast aus wie, ach, wir sind 4 Freunde, wir fahren jetzt mal ein paar Runden Training. Schön hintereinander her. Also hier gibt es ja nicht mal Ansätze von Überholmanövern. Ja, ja. Jetzt schon, ja, jetzt gibt es einen Fehler. Jetzt gab es einen Fehler von Erle Kotte. Und kann Riedl das nutzen? Momentan ist er vorbei. Ja, das sieht aus. Und das sind das für Bilder. Jetzt werde ich Lügen gestraft. So wünschen wir uns das. Oh. Und Riedl bleibt vorne.
Riedel bleibt vorne. Erlekotte hat es hier nochmal versucht und verliert jetzt höchstwahrscheinlich auch noch einen Platz gegen Sascha Lestrange. Strange. Nee, noch nicht. Aber auch Saupe da richtig mit drin in dieser Gruppe hier. Na, das nenne ich mal eine Show. Und jeder, der sowas das erste Mal sieht, die spielen hier nicht. Das ist richtig schwer. Also jeder, der hier das noch nie probiert hat, bin ich hundertprozentig überzeugt, ihr kommt noch nicht mal aus der Boxengasse raus mit diesen Autos. Ja, was ein Wahnsinn. So, Riedel, der Nutznießer von dem Fehler von Erlekotte. So, jetzt gibt es hier nochmal einen Angriff von Saupe. Aber reicht nicht. Gegen Lestrange. Und das ist natürlich für König ein gefundenes Fressen. Wenn sich so eine Vierergruppe parkt, der ist nämlich so, mittlerweile ist der rangefahren. König nur noch, ja, eine knappe Sekunde dahinter. Und hier wird ganz schön geschoben. Ich meine, das sind Teamkollegen, die müssten wissen, was sie tun. Also das scheint in Ordnung zu gehen. Erlekotte jetzt Sechster. Lestrange auf 4, Saupe auf 5, Erlekotte auf 6. Die haben sich einmal komplett umgedreht. Das ist bitter. Sah eigentlich ganz gut aus, aber... Ja, noch ist hier nichts gegessen, also ich glaube nicht, dass das hier noch großartig, dass das jetzt schon endgültig sein soll. So, nach wie vor nur ein Ausfall, Stefan Teigler, der ist auch gar nicht erst gestartet, so wie es aussieht. Ansonsten alle unterwegs. Jetzt wird spannend. Andrzej König hat jetzt den Elmar Erlekotte jetzt vor sich. So, jetzt kommt es drauf an. Hier muss er richtig eng dran sein. Und Erlekotte kommt auch wieder über den Körper raus. Dasselbe wie vorhin mit Hummler. Aber nee, da ist er zu weit weg. Da ist er zu weit weg. Das, oder? Kann er das noch schaffen? Ja, jetzt ist er neben ihm. Jetzt ist er neben ihm und bremst sich rein. Und da gibt es auch kein Halten. Da geht er durch. Die nächste Kurve gehört ihm. Und König auf 6. Also nix da mit abgefahrenen Reifen. Das ist die Frage. Erlekotte hat möglicherweise abgefahrene Reifen, deswegen. Ja gut, aber die von König sind genauso alt. Also von daher müssen wir mal gucken. Vielleicht, da kannst du allerdings recht haben, dass Erlekotte in dem Fight jetzt eben sich die Reifen richtig schön heiß gefahren hat und jetzt da eher auf Schmierseife unterwegs ist. Weil nicht nur, weil das Grip-Niveau natürlich extrem leidet, wenn die Reifen zu heiß sind. Die können schon durchaus noch genügend, ja, ich habe es bei der Profil gesagt, genügend Gummi drauf sein. Aber wenn die zu heiß sind, rutscht halt durch die Gegend. Wie verrückt. So, da vorne versucht Lestrange alles, um an Riedel vorbeizukommen. Das schauen wir uns mal so ein bisschen halt. Jetzt mal falsch rum. Da sind wir richtig. Während Saupe durchaus noch dran bleibt an den beiden. Er hat zwar einen kleinen Respektabstand, aber wirklich abgehangen wird er hier nicht. Das hat wahrscheinlich mit dem Zweikampf zu tun. Und hier über diesen Körper, da heben die Autos ab, da heben sie das Beinchen.
Das macht Spaß. Oh, König hier mit Verbremser. Und das, was ich eben da von Saupe gesehen hatte, war auch nicht unbedingt die Ideallinie. Aber er kann auch dranbleiben, ist noch in Ordnung. Oh, wie viele Runden haben wir noch? Drei Runden haben wir noch. Wie sieht es im restlichen Feld aus? Gehen wir einmal durch, in der Hoffnung, dass in der Zeit hier nichts passiert. Göstädtler führt auf der Position 1. Wollen wir wenigstens auch mal zeigen. Da ist er, der Gö. Auf der 2. Moritz Kranz auf der 3. Dann halt schon mit gut 6 Sekunden Vorsprung. Der Moritz auf den drittplatzierten Alex Riedel. Dann die Hammergruppe hier. Sascha Lestrange, Marco Saupe, Angie König und Elmar Erlekotte. Hier irgendwie innerhalb von 3 Sekunden fahren. Alex Hummler auf der 8, auf der 9. Philipp Eng mittlerweile schon vorgefahren. Sehr, sehr geil. Daniel Scheuerle auf der 10. Daniel Bonaventura auf der 11. Patrick Fester auf der 12. 13. Jörg Kormani, auch der ist wieder gut nach vorne gekommen, aber ja. 14. Markus Studer. 15. Chris Eisold. Platz 16 für Steven Zecher. Auf der 17 haben wir den Marco Blech, Hagen Tröger auf der 18, Olaf Grabaum auf der 19, Kai Kindermann 20, Jochen Diebenbrock, Diekenbrock 21, Gerold Pfeiffer 22, 23, Peter Neuendorf mit einem Loch und Stefan Dreigler ausgefallen. So, hier hat sich bisher nichts geändert. Riedel hält dieses Rudel in Schach. Und Lestrange versucht hier alles, um wenigstens noch aufs Podest zu fahren. Wir sind in der vorletzten Runde. Mani hat hier gerade einen netten Fight mit Patrick Fester. Da wechseln permanent die Positionen. Scheint das aber jetzt für sich entscheiden zu können. Wir gucken nochmal zurück. Also, Fester hier mit einem Fehler zu weit rausgekommen. Dann Kormani. Ups, da gab es auch eine Berührung. Da versucht er so ein bisschen die Tür zuzumachen. Oder ihn nach außen abzudrängen, besser gesagt. Jetzt fahren die hier nebeneinander durch die Kurven. Jetzt lässt er Platz und dann war Kormani durch. So, wir sind wieder live. Moritz Kranz, ich denke mal, mit einem versöhnlichen Ergebnis hier im zweiten Lauf. Alex Riedel hat das jetzt, glaube ich, einigermaßen unter Kontrolle. Angie König ist zwar dran, das nutzt aber alles nichts. Wir müssen auf Platz 1 gehen. Göstädtler hat sich's verdient. Nach einem sehr, sehr aufreibenden Rennabend führt er hier souverän den zweiten Lauf an. Mit 3,5 Sekunden Vorsprung hier bei der Durchfahrt der Zwischenzeit. Und wenn jetzt hier nicht die Welt untergeht, dann sollte er das sauber nach Hause fahren. Hier sehen wir den Sieger des zweiten Laufes. Er ist immer noch nicht ganz da. Wollen wir nicht keine voreiligen Lorbeeren hier verbieben. In diesem Moment passiert. Herzlichen Glückwunsch für Göstädtler auf Platz 1 im zweiten Lauf. Platz 2 für Moritz Kranz, der sich auch gewaltig freut. Platz 3 für Alex Riedel.
Das sind die Top 3, die Podestfahrer hier im zweiten Lauf. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Und auch für Stettler, denke ich mal, kann er zufrieden sein nach Rennen 1, jetzt Sieg in Rennen 2. Sauber gemacht. Keine Frage. So, gucken wir mal, wie sieht es auf den anderen Positionen aus. Sehr, sehr schönes Bild hier. Sehr, sehr schönes Bild. Dann lesen wir die anderen nur vor. Platz 4 für Sascha Lestrange, Platz 5 für Marco Saupe, Andrzej König auf der 6, Elmar Erlekotte auf der 7, Alex Humler 8er, 9 für Philipp Eng, 10 Daniel Scheuerle auf Platz 11, Daniele Bonaventura, Platz 12 für Jokomani, 13 Patrick Fester, 14 Marco Studer auf Platz 15, Iris Eisold auf der 16, Steven Zecher, Marco Blech auf der 17, Hagen Tröger auf der 18, Platz 19 für Olaf Krabaum, 20 Jochen Diepenbrock, Diekenbrock, auch das werde ich auch mal irgendwann lernen, Kai Kindermann, 21, 22 Gerold Pfeiffer, 23 Peter Neuendorf und ausgeschieden oder beziehungsweise gar nicht erst losgefahren Stefan Teigler auf der 24. So, da haben wir den ganzen Laden hier. Sehr, sehr ansprechende Bilder. Wir gratulieren den zwei Rennsiegern heute Abend, Andrzej König und Gö Stettler. Andrzej König im zweiten Lauf 6. geworden, Gö Stettler im ersten Lauf 7. geworden. Das ist natürlich, ja, zeigt so ein bisschen so, jetzt verpasst hier jemand die Boxeneinfahrt. Ja, Herr Riedel, ich habe sie im Fernsehen. Genau, sehr schön. So, da dreht noch einer Donuts. Also ich denke mal, die Jungs sind alle ziemlich happy. Wir holen uns mal unser Plakat hierher. Und ich werde hier mal derweilen, bis die Herrschaften zum Interview eintrudeln. Kleinigkeit. Hier schreiben. So. Einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich ebenso. Und jetzt muss man erstmal gucken, dass wir die Herrschaften hier alle fein brav ins Interview bekommen. Und ich denke mal, da gibt es eine Menge zu erzählen heute Abend. Also wir haben ein grandioses Rennen gesehen. Zwei wunderbare Läufe, die man sich besser nicht vorstellen kann. Und ja, und für allen ziemlich alle hier irgendwie ihr Erfolgserlebnis gehabt. Lauf 1, haben wir alle da? Nee, der Herr König ist auch schon da. Der Herr Lestrange fehlt noch. Und der Moritz ist da. Dann fangen wir mit dem Moritz an. Mein lieber Moritz, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz im ersten Lauf. Jo, da ist auch der Sascha. Ja, dann haben wir ja alle beieinander. Ja, großartig. Ja, ganz kurz. Also erzähl mal einfach, weil das war ja wirklich eine Hetzjagd ohne Ende. Vorne König ist davongefahren im ersten Lauf, keine Frage. Aber auf den Plätzen ging es ja richtig zu. Erzähl mal ein bisschen. Ja, da war schon ein bisschen Action angesagt. Ja, der Start war ganz gut. Konnte mich auf die zweite Position vorarbeiten. Aber dann habe ich es einfach nicht gebacken gekriegt, die Pace mitzugehen.
und habe dann die zweite Position an den Sascha verloren. Dann ist auch nochmal irgendwann der Jörg an mir vorbei, mit dem habe ich mich dann ein bisschen gekabbelt. Und dann hat er irgendwann in der Schikane vor der Stadtzielgeraden eine Vollbremsung hingelegt und ist links neben die Strecke gefahren, warum auch immer. Und ja, damit war ich dann Dritter und habe das Ganze dann verwaltet. Ja, genau. Ja, das war tatsächlich wieder mal ein zuklappender Bildschirm. Und ja, oder beziehungsweise das Spiel hat sich minimiert und deswegen ist er da quer rüber geschossen. Gut, ja, mal so vorm Rennen. Ich meine, das Qualifying war ja auch schon ziemlich heavy. Also das muss ich ja ehrlich sagen. Das waren ja, ging ja um die Tausendstel da. Hättest du nach dem Qualifying geglaubt, dass du aufs Podest fährst? Ja, also ich bin da schon von aus, ja, davon ausgegangen, das jetzt kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich, Es war ein Ziel. ja, das, genau, also ich wusste, dass die Pace schon irgendwo hinhaut und wenn ich das Auto jetzt nicht in den Rabatz haue, dass das schon irgendwo hinhauen müsste. Okay. Dann nochmal Glückwunsch zu diesem dritten Platz. Kommen wir zum Zweitplatzierten. Sascha Lestrange. Sascha, ich habe deinen Namen gelernt, wie du hörst. Ja, sehr schön. Ja. Erstmal an dich die Frage, die ich eben dem Moritz zum Schluss gestellt habe. Klar, du bist ein Siegfahrer, ohne Zweifel. Nachdem Gö da vorne raus war, wusstest du, dass der Angie ein richtig guter ist? Oder bist du von Anfang an, wolltest du gewinnen? Ja, da wollte ich gewinnen, aber ich habe Nein, als ja. Zielsetzung so richtig. Also ich muss da ganz vorne hin. Ja, klar, natürlich. Ja, Also okay. Gö war ja raus und der war ja wirklich unglaublich schnell. Und da habe ich mich natürlich vorne gesehen, dann, als ich in Moritz dann auch noch im Quali geschlagen habe mit Tausendstel oder sowas, war das dann schon das Ziel. Ja. Ja gut, dann kam, wie gesagt, ich weiß es nicht, in welchem Status der Angie jetzt hier gefahren ist, ob er als Gaststarter oder ob er jetzt hier permanent fährt. Das wird er uns sicher gleich erzählen. Auf alle Fälle war es dann doch am Ende ziemlich deutlich. Und du hattest aber auch einen guten Vorsprung auf Platz 3. Also das hätte, ja, war wohl eher dann das langweiligere Rennen. Im zweiten Lauf hören wir uns ja nochmal wieder. Oder du bist ja noch da. Eigentlich hören wir uns wieder, aber du bist ja noch da. Da gibt es ja dann vielleicht auch noch was zu sagen. Auf alle Fälle. Wie bist du jetzt in der Meisterschaft? Hast du schon gerechnet? Weil das könnte Nee, ganz schön eng werden. keine Ahnung. Also Hast du noch wirklich, nicht ich bin gerechnet? absolut leer gesaugt. Also ich Ja, weiß gerade okay. gar nichts mehr. Okay, alles klar. Dir nochmal herzlichen Glückwunsch jetzt hier zum zweiten Platz. Kommen wir zu Platz 1. Mein lieber Angie, eigentlich hatte ich wohl gar keine Lust, dich zu interviewen, weil das passiert so häufig. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich denke mal, das war dein erstes offizielles Rennen hier. Pole und Sieg im ersten Lauf. Bist du davon ausgegangen, weil ich sag mal, die Konkurrenz ist schon etwas heftiger hier als im GT3 Cup? Ja, also ich habe mir das eigentlich nicht so ausgemalt. Also ja, bin ganz spontan dazugestoßen und habe dann be bemerkt, dass der Gü mit immer raus war. Und ja, aber ich habe mir trotzdem nicht als Ziel gesetzt, so Top 6. Und da war ich natürlich schon sehr erstaunt, als ich dann mit immer die Pole hatte. Da ich halt auch im Training gesehen habe, dass der Moritz und der Sascha noch eine Ecke schneller können. Und ja, von daher sehr zufrieden. Super Start gehabt. Konnte halt noch ein bisschen profitieren, dass Moritz da diesen Fehler drin hatte, weil ich denke mal, der hätte sonst extrem viel Druck ausgeübt und dann hätte das vielleicht noch ein bisschen anders ausgesehen. Ja, aber super zufrieden. Also hätte ich nicht Ja, mit das glaube ich gerechnet. dir aufs Wort. Ja. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Okay. Irgendwann hattest du 3,5 Sekunden Vorsprung. Das muss so ja, die Hälfte des Rennens gewesen sein. Also es ging dann mal irgendwann auf 2 hoch, irgendwann waren es 3 und 3,5 und das hielt sich dann. Hast du es kontrolliert oder war das dann, war nicht mehr drin? Ja, ich bin alles gefahren, was ging, alles, was ich konnte zu dem Zeitpunkt. Also, da ich auch auf der Strecke noch nicht ganz so fit war. Aber ja, also ich habe voll angegast und. Darf ich noch was dazu sagen? Weil diese 3 Sekunden sind nämlich deswegen entstanden, weil ich Depp diese Links-Rechts-Bergauf-Schikane vollkommen verpennt habe.
und bin dann im vierten durchgefahren und das geht gar nicht. Und da ging es bei mir nur noch geradeaus durchs Kies und da habe ich halt wirklich den Anschluss komplett verloren. Aber ansonsten war das ja wirklich, wir haben uns ja abgewechselt mit den Rundenzeiten. Also es war eigentlich Ja, gegeben und nehmen. richtig. Na gut, okay. Dann kommen wir zum zweiten Lauf und da haben wir denn den Alex hier? Nee, der fehlt uns. Wo ist denn der Alex? Der noch hier irgendwo? Nee, der ist schon weg. Schade eigentlich, weil der Alex hat hier nämlich einen super Fight hingelegt. Aber da kann vielleicht der Zweitplatzierte ein bisschen was dazu sagen. Den haben wir eben nämlich auch schon mal gehört, nämlich auch drittplatziert im ersten Lauf, zweiter Platz im ersten, im zweiten Lauf. Moritz, das war Alex. ja. Bitte? Ah, da ist er. Alex, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz. Wenn das Mikro, ja, Mikro ist auch an, wunderbar. Alex, das war ja wohl mal eine Hammergruppe. Im zweiten Lauf, jetzt diese letzten 7, 8 Runden. Wir waren fast ausschließlich mit den Kameras bei euch, weil das war sowas von grandioser Motorsport. Mal aus unserer Sicht eigentlich auch großen und ganzen fair. Also da war nichts, wo man jetzt hätte meckern können. Du hast dann irgendwann den Fehler, ich glaube, vom Elmar ausgenutzt und konntest da durchgehen. Und hast dann aber richtig zu tun gehabt, diesen dritten Platz zu halten. Bist du überhaupt schon wieder trocken und kannst du schon reden? Ja, ich glaube, reden geht gerade schon so, aber trocken noch nicht. Das wird noch ein bisschen Okay. dauern. Ja, also es war schon ziemlich haarig, die Situation, speziell das Überholmanöver. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das alles gut ausgeht, aber hat dann geklappt. Wenn man einfach gerade in den Rückspiegel guckt und man sieht nur irgendwie drei Autos 10 Zentimeter hinter einem, ist nicht gerade beruhigend, aber es ist alles nochmal gut gegangen. Ja, und danach war dann halt, da habe ich versucht, mich möglichst vorm Sahar zu halten. Es hat ja dann auch noch irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, das hätte nicht mehr viel länger gehen dürfen, das Rennen. Genau. Also den Eindruck hatte man, weil das war wirklich, deswegen finde ich es auch gut, dass der Sascha noch mit hier ist, weil der gehörte da einfach mit in die Grunde. Eigentlich sind da 4 Leute auf dem dritten Platz, anders kann man das gar nicht sagen. Das war wirklich richtig, richtig geil. Also das hat so einen Spaß gemacht, da zuzuschauen und das zu moderieren. Also grandios. Und dann kommen wir zum zweiten Beteiligten, nämlich dem Moritz Kranz, der ja da auch irgendwie noch am Anfang mit drin war, aber dann Gott sei Dank genügend Vorsprung rausgefahren hatte, um sich aus diesem Getümmel raushalten und auch ein bisschen von diesem Getümmel profitiert hat. Moritz, ab wann warst du dir einigermaßen sicher, dass du hier auf dieser po zweiten Position auch ins Ziel kommst? Das war eigentlich relativ kurz, nachdem ich den Elmer überholt habe. Da habe ich einfach gemerkt, ich hatte vom zweiten Lauf noch ein bisschen was im Setup geändert, mit der Hilfe von Sascha. Und da habe ich halt, nachdem ich den Elmer überholt habe, gemerkt, dass das viel, viel besser geht und der Gö jetzt auch vorne nicht richtig wegzieht. Und dann habe ich halt probiert, den Gö noch irgendwie zu kriegen, aber da hat sich nicht wirklich viel getan. Ja, Ja. so war das dann. Ja, also natürlich herzlichen Glückwunsch auch nochmal jetzt hier zum zweiten Platz. Sascha, ganz kurz noch, bevor wir zum Gewinner des zweiten Laufs kommen. Sascha, ich denke mal, du hast eben schon gesagt, du bist völlig leer. Ich gehe mal davon aus, dass hauptsächlich der zweite Lauf daran schuld war, nämlich diese letzten 6, 8 Runden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also eins muss man ja sagen, dass die Leistungsdichte heute extrem hoch war auf diesem Kurs. Also die ersten 8 waren ja wirklich super eng beisammen. Und ich habe ja eigentlich auch nur profitiert durch einen kleinen Fehler. Ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist. Auf der Start-Zielgeraden sind sie sich irgendwie nicht so ganz einig geworden und ich konnte vorbeiziehen. Ansonsten wäre das noch richtig, richtig hart geworden. Und da wäre ich auch nicht auf Platz 4 gewesen. Ja, also das war wirklich ziemlich heavy und ich meine, zum Schluss kam ja der Angie auch noch ran und also 1, 2 Runden noch mehr und dann hätten wir wahrscheinlich wirklich 4, 5 Autos auf dem dritten Platz stehen gehabt, weil ihr werdet wahrscheinlich genau parallel über die Ziellinie gefahren. Ich habe keine Ahnung, also grandios. Also es ist ganz, ganz selten, dass man solchen Motorsport mal zu sehen bekommt hier im Sim Racing. Also herzlichen Glückwunsch euch allen, die da in dieser Gruppe beteiligt waren. Kommen wir zum Sieger. Gö, ich muss dich fragen zum ersten Lauf. Du hast einen Hammer, also erstmal hast du einen guten Start gehabt, bist ziemlich weit nach vorne gekommen. Aber alles, was du dann da gefahren hast, war sowas von souverän, sauber.
timed, wie auch immer. Bist du einfach so ein Mensch oder bist du so ein Wahnsinnstalent, dass man eigentlich sagen kann, okay, wenn der Gö dabei ist, dann lasse ich ihn einfach besser durch? Oder wie muss man das verstehen? Tja, guten Abend zusammen. Also erstmals das Überholprestige von meinem türkisblauen Notz-Porsche, das habe ich leider nicht mehr. Ah, okay. Aber abgesehen davon bin ich vielleicht bis jetzt bei 270, 300 Rennen gestartet und mit Unfall bin ich vielleicht bei einem oder zwei nicht ins Ziel gekommen. Und dann noch vielleicht drei Rennen, die ich sonst nicht beendet habe. Abgesehen davon habe ich jedes Rennen beendet. Also ich bin ein Mensch, der einfach nicht vollgas, einfach schauen, dass man es irgendwie hinkriegt. Also sehr, sehr, sehr beeindruckende Leistung. Wir haben am Anfang, als ich im ersten Rennen man sich an der Spitze so ein bisschen sortiert hatte, da 2, 3 Sekunden zwischen den ersten drei Lagen, haben wir uns hauptsächlich auf dich konzentriert, weil es wirklich eine Freude war, dir da zuzuschauen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für diese Demonstration. Und ja, im zweiten Lauf, das war, ich sag mal, der Start, dass du an dem, oh, jetzt muss ich überlegen, wer stand? Der Elmar stand vorne, ne? Genau. Dass du an den Elmar vorbeigehst, na, erwarten konnte man es vielleicht nicht, aber es verwunderte nicht, sage ich mal so. Du hast dann gleich die Führung übernommen und dann auch nicht mehr abgegeben. Ich denke mal, der Moritz sagte vorhin, du warst nicht allzu weit weg. Aber man kam auch nicht ran. War das geplant oder bist du auch, wie Angela das vorhin sagte, im ersten Lauf voll gefahren, was ging und musstest dich dem fügen, was da hinter dir passierte? Also noch gleichwohl ein Satz zum ersten Lauf. Ich war überhaupt nicht happy. Es ist mir noch nie passiert, dass die Internetverbindung stabil war und ich Okay. vom Server gekickt war. Ja. Und ich habe noch extra geprüft, die Internetverbindung war okay. Aber das Rennen hat es dann wieder gut gemacht. Okay. In Rennen 2, der Start war eng und in die erste Schikane, da kriegte ich zwei, drei Stupser von hinten. Und plötzlich habe ich gedacht, scheiße, jetzt habe ich Plattfuß, der hat gerutscht und so. Ja. Ist dann alles gut gegangen und konnte eine normale Pace fahren. Und dann habe ich einfach das Rennen nach hinten ausgerichtet. So viel gepusht wie nötig. Aber eins darf ich fast nicht sagen. Die letzte Runde hat mein G27, das so viel Spiel hat, hört mal. Okay. Das hat den Geist aufgegeben und ich bin Richtung 10 Uhr die letzte Runde gefahren Aha. und habe gedacht, ach du grüne Scheiße, aber es hat noch gereicht, drum wurde der Vorsprung nicht mehr und ich bin grundsätzlich vom Rennabend sehr zufrieden. Danke auch allen beteiligten Mitracern, das war wirklich erste Sahne. Definitiv. Hast du schon irgendwas in der Meisterschaft gerechnet oder auch noch keinen Nerv dafür? Nee, aber ich glaube, der Sascha hat so drei, vier Punkte gut gemacht, oder? Irgendwie Ja, so. ich habe noch nicht gerechnet. Ich habe mir zwar vorhin die Punkteverteilung aufgeschrieben, aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen zu rechnen, weil das hier einfach viel zu aufregend war. Ich hatte ja nicht eine Sekunde Pause, dass man hier irgendwas mal hätte nebenbei machen können. Also großartig. Ich bedanke mich wieder mal bei euch allen, auch die jetzt vielleicht noch dem Interview lauschen, die hier in diesem Rennen unterwegs waren. Ganz, ganz fairer, großartiger Motorsport, muss ich sagen. Es macht einen tierischen Spaß, auch hier kommentieren zu dürfen. Ich freue mich auf das nächste Rennen und sind. Oh, Moment, Moment, ich kriege hier gerade eine Info vom Rennchef. Punktgleich seid ihr. Inklusive Streicher sind Gö und Sascha punktgleich. Also, dann hat er schon mal die Info. Dann wird es noch spannender beim nächsten Mal und ich freue mich ganz, ganz doll auf dieses Rennen. Und ja, mal schauen, wen wir dann im Interview haben. Also auf den Gü würde ich fast wetten. Okay, und auf den Sascha. So, ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Beruhigt euch, geht duschen, keine Ahnung was. Und wir sehen uns in 14 Tagen. Vielen, vielen Dank.